every dream you dream that's pulling you down. Nothing's as heavy as an empty heart. Nothing's as heavy as an empty heart. Nothing's as heavy as an empty heart. Going, go. If you are staying, stay. I'd rather feel something than nothing at all. Through the fire and smoke, the wreckage and the ropes, and the indifference and dreams going nowhere. Nothing's as heavy as an empty heart. Nothing's as heavy as an empty heart. Someday your love turns away and you leave me nothing at all. I'm just saying, if you are going, go. If you're gonna stay, just stay. I'd rather feel something than nothing at all. Fire and smoke, wreckage and the ropes, and the indifference and dreams going nowhere. Nothing's as heavy as an empty heart. Nothing's as heavy as an empty heart. Sockensaft vom Feinsten, bitte sehr. Was saufst denn das überhaupt noch, Franz? Heute kannst du ja doch eine echte Melange gönnen. Eins, zwei, drei, vier. An ihrer Stelle würde ich nicht so kräftig frühstücken, Hofnagel. Das ist doch ihr erster Urlaub. Fünf, sechs. Haben Sie vergessen, was es draußen alles gibt? Würstel, Schnitzel. Tafelspitz. Schweinsbraten, Kalbsbraten, Vanillerostbraten, Knödel mit Ei, 7, 8, Händerl, Vanille, Pudding, Kalbschnitzel.
Was ist denn? Die auf der Kammer warten schon. Der Sack links, Nummer 1. Hofnagel ist unser längster Gast. August 1971. Na sowas, da war ja. Schauen wir mal hinein. Probieren wir die Sachen vom Burger. Ich muss Ihnen die Verfügung verkünden. Amtliche Verfügung, Belehrung bei Ausgang oder Urlaub. Laut Beschluss des Anstaltsleiters erhalten Sie einen ersten Ausgang. Sie haben sich heute Abend bis spätestens 20 Uhr wieder in der Anstalt einzufinden. Der Ausgang ist zweckgebunden. Sie haben sich in Ihre Heimatgemeinde zu begeben, um Ihre Personalpapiere in Ordnung zu bringen. Gezeichnet Dr. Hummel. Hummel? Nicht der Steffen Hagen? Der Steffen Hagen ist schon lang weg, im letzten Jahr pensioniert. Da hätt's mit dem Urlaub nicht geklappt. Beim Steffenhagen, da waren Sie abgemeldet. Auf ewig. Auch vom Burger. Gott hab ihn selig. Gebenedeit sei sein Schrebergarten. Cheeseburger. Und wenn es auf den Ämtern Probleme gibt, dann sollen die hier anrufen. Unsere Staatsdiener sind ja bekanntlich nicht die hellsten Köpfe. Ich sag Ihnen was, Hofnagel. Lassen Sie sich nicht nervös machen. Gehen Sie anständig was essen und was trinken. Hier unterschreiben Sie, dass Sie alles verstanden haben. Das ist Ihr Urlaubsschein. Übrigens, nach Wien dürfen Sie nicht. Das lässt Ihnen der Dr. Hummel ausrichten. Da habe ich noch 700 Schilling und eine Fahrkarte in Ihre Heimatgemeinde Wiesenau und zurück. Passen Sie auf meine Höchstsardinen auf.
Hofnagel, keine Dummheiten. Schokolade, bitte. Ja? Eine Tafel Schokolade, bitte. Ja, Nuss, Vollmilch, Kokant, Weißer und Trauben? Ja. Papa, im Feuersack. Dieter. 19 Schilling, bitte. Station aussteigen, bitte.
Mensch, Franz, das geht nicht gut. Das gibt ein böses Ende. Beim Brand sind zwei Knechte ums Leben gekommen. Hör zu, Franz. Da hat's nicht einfach nur gebrannt. Alles spricht gegen dich. Deine Schulden, der Krach mit deiner Frau, hör zu. Der Staatsanwalt geht von einer Panikreaktion aus. Jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorn. Du musst mir vertrauen, Franz. Mach ein Geständnis, auch wenn du es nicht warst. Mein Studienfreund Dr. Steffenhagen, der Psychiater, wird dich begutachten und dir einen Persilschein ausstellen. Dann wirst du freigesprochen und kommst ein paar Monate in die psychiatrische. Da hole ich dich gleich wieder raus. Also los, Franz, vertrau mir. Sonst kriegst du lebenslänglich. Franz, vertrau mir. Wir müssen jetzt taktieren. Dann wirst du freigesprochen. Mach ein Geständnis, auch wenn du es nicht warst. Gerald, rauch nicht so viel. Seit 20 Jahren sagst du dasselbe. Samurai! Also. Wann kommst du heute? Thank you.
nicht, Dick. Verkehr wegen einer Baustelle unter der Welt. Geht schon ab. Niederösterreich, B210, Badenhauser Straße im Na, wo wollen Sie denn hin? Entweder sind schon zwei oder Sie fahren in die falsche Richtung. Ich muss nach Wien. Da brauchen Sie einen anderen Fahrschein. Nehmen Sie den, statt der Rückfahrt. Die brauchen nicht mehr. Wie Sie sich das vorstellen. Da, und Ruhe. Leichter, aber das 20 ist nicht mehr in der Text. Geht das her? Don't know what it means.
Guten Morgen. Ist er frisch? Mhm. Gabi, gib mir die Akte. Gleich. 10:30 Uhr Zivilsache Hammitsch. 11:30 Uhr Zivilsache Schneider. Ab 16 Uhr Sprechstunde für Zimmerbeamten Hans angemeldet. Herr Dr. Haare von der Anwaltskammer hat angerufen und lässt fragen, ob Sie die Möbel des scheidenden Präsidenten übernehmen. Oder ob ich besondere Einrichtungsvorschläge habe, mache ich gleich. Und der Herr Strubinski hat wieder angerufen. Er will wissen. Ich weiß, was er will. Aber er soll vorher zahlen, haben Sie ihm das gesagt? Natürlich habe ich ihm das gesagt. Warum zahlt er denn nicht? Wo wird die Sache Havlicek aufgerufen? Bezirksgericht, 4. Stock, Zimmer 410. Da muss ich in 10 Minuten weg. So ist es. Susi, bring mein Privatzimmer in Ordnung. Ich muss heute Abend die Revisionsbegründung in Sachen Kubelka schreiben. Vielleicht übernachte ich hier. Der Hund soll nicht so viel saufen. Was wird denn das? Uns kann anderen. Wo wollen Sie denn hin? Hinauf. Zu wem? Über einen Termin, geschäftlich. Aber der Lift ist mit. Nehmen Sie die Stehung. Ja, genau so ist es. Ihr sollt doch keinen mehr durchstellen. Aber es ist Ihre Frau. Die auch nicht. Der Angeklagte wird vom Vorwurf der Brandstiftung und des Mordes in 2 Fällen freigesprochen. Nach dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen Dr. Steffenhagen war der Angeklagte wegen schwerer psychischer Störungen nicht in der Lage, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Der Angeklagte leidet unter Verfolgungswahn, im Besonderen unter einer krankhaften Eifersucht. Er wird auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, deren Leiter, der Sachverständige Dr. Steffenhagen, dem Gericht von Zeit zu Zeit über den Gesundheitszustand des Verurteilten Bericht zu erstatten hat. Die Sitzung ist geschlossen. Ich dich dir vertrauen, Franz. Ich dich dir besser. Auf Antrag von Frau Gerda Hofnagel, vertreten durch ihren Anwalt Dr. Gerold Stadler, die Entmündigung beschlossen. Gründe: Franz Hofnagel ist nicht geschäftsfähig. Er befindet sich seit 8 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt. Nach Mitteilung des verantwortlichen Arztes Dr. Steffenhagen ist Hofnagel nach wie vor eine Gefahr für die Allgemeinheit. Wiederholt bedroht er seine Ehefrau, seinen Anwalt sowie die Richter der Schwurgerichtskammer, als auch Dr. Steffenhagen selbst mit dem Tode. Der Entmündigte befindet sich in dem Wahn, Opfer eines Komplotts geworden zu sein. Nach Kenntnissen der Fakten ist dieser Verdacht absolut abwegig. Der Bauernhof des Franz Hofnagel, ein Betrieb mit 40 Hektar Land, bisher kommissarisch geleitet von seiner Frau und deren Rechtsbeistand, Dr. Gerold Stadler, benötigen eine anwesende, geschäftsfähige Person, die Franz Hofnagel nicht sein kann. Daher wird seine Ehefrau Gerda zum Vormund bestellt. Du musst mir vertrauen, Franz. Mach ein Geständnis, auch wenn du es nicht warst. Dann wirst du freigesprochen. Wird die Ehe des beklagten Franz Hofnagel und seiner Frau Gerda geschlossen am 22. April 1968 aus Alleinverschulden des Beklagten geschieden. Gründe: Der Beklagte hat durch seine Tat, als deren Folge er in die Psychiatrie eingewiesen wurde, die Ehe unwiderruflich zerrüttet. Scheidungsfolgen stehen keine. Die Klägerin verzichtet auf Unterhaltszahlungen. Der Beklagte hat kein Anrecht auf Anteile des früheren gemeinsamen Vermögens. Thank you.
Hofnagel! Hey, Hofnagel! Was ist? Du bist in der Zeitung! Der erfolgreiche Modeanwalt und Notar Dr. Gerold Stadler hat seine langjährige Lebensgefährtin Gerda geheiratet. Wie sich unsere Leser sicher erinnern, war Gerda Stadler geschiedene Hofnagel. Alles spricht gegen dich. Die Frau des Brandstifters Franz Hofnagel, den Dr. Stadler vor 10 Jahren in einem aufsehenerregenden Prozess verteidigte. Dr. Stadler hat am Mittwoch vergangener Woche ganz heimlich geheiratet. Als Trauzeuge fungierte Dr. Steffen Nagen, ein alter Studienkollege Stadlers. Das frisch gebackene Ehepaar gibt sich am Samstagabend im großen Saal des Parkhotels Schönbrunn die Ehre. Na sehen Sie, es geht ja. Alles erledigt? Hallo? Ist der Dr. Stadler zu sprechen? Ein Termin. Es ist aber sehr dringend. Aber ab 16 Uhr ist er wieder im Büro. Dankeschön. Ein Uhr. Sechzehn Uhr. Vier Uhr. Tja. Sorry. 1, 2, 3. Noch einmal geht's. Rechts, links oder in die Mitte. Achtung, aufgepasst. Haben Sie auch weiße Schokolade? Tut mir leid, die haben wir leider nicht. Na, Dicker, suchst du einen kleinen Freund? Oder ein bisschen Shit? Oder was für die Nase? Gut. Oh je, du stehst mehr auf Fressen, was? Shit! Was war denn da los?
Lass den halten. Schau dann doch an. Können wir uns ausweisen? Pass uns auf, der Hund ist scharf. Na siehst, Heinz, sogar dein Hund merkt's. Das ist ein harmloser Irrer. Komm, geh mal. Ausweis. Sag dir doch, ein armer Irrer. Lass ihm in Ruhe. Komm. Okay. Was? Sag was. Wie ist Ihr Name? Sind Sie angemeldet? Wenn Sie nicht angemeldet sind, müssen Sie leider warten. Vielleicht ergibt sich zwischendurch was. Wie war der Name? Burger. Georg Burger. Nehmen Sie Platz, Herr Burger. Herr Lasicek. Ah ja, stimmt. Ihr Vorschuss, bitte. Bitte sehr. Danke. Frau Graf, Herr Binder, bitte. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Stadler, wahrscheinlich werden Sie sich nicht mehr erinnern. Nervös? Die ewige Warterei. Ich kann auch nicht warten. Man darf nie daran denken, auf was man wartet. Es dauert ewig. Man muss immer an was anderes denken, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Gefängnis. Na, Sie haben's gut. Aber vielleicht muss ich ja doch nicht. Der Dr. Stadler sagt immer, wir kriegen Herr das Herr Zingler, hin. Bitte. Ich bin dran. Wenn er nicht bald kommt, muss er eine Nacht in den Privatklamotten übernachten. Bin doch nicht sein Sklave. Zwei Überstunden sind genug. Na, jetzt übertreiben Sie nicht so, ja? Aus.
Er hat doch erst eine halbe Stunde Überzeit. Wenn er kommt, informieren Sie mich. Und wenn nicht, auch. Ich bin im Büro. Und wie viel geben wir ihm? Eine Stunde. Das und 40. Herr Burger? Herr Burger? Sie sind dran. Ja, verstehe. Ja, der Stand der Dinge. Die Gegenpartei hat eine Klageerwiderung geschrieben, auf die habe ich wiederum eine Gegenerwiderung. Sei ruhig. Ja, ich verstehe. Ja, ganz in unserem Sinne, die müsste sie eigentlich längst haben. Ja, setzen Sie sich doch. Ja, ich verstehe, ja. Gnädige Frau, Sie kennen mich doch. Ich tue, was ich kann. Die Sache wird schon gut gehen. Ja, ich melde mich, ja. Gabi, mach ein, setzen Sie sich doch. Wie war bitte Ihr Name? Georg Burger. Gabi, mach einen Vermerk. Ich muss morgen eine Klageerwiderung diktieren mit Datum vom Freitag vorige Woche. Was kann ich für Sie tun? Soll doch keinen mehr durchstellen. Stadler, ja. Nein. Nein, nichts Besonderes. Ja. Ja, nein, ich bin noch nicht fertig. Es wird doch noch ein bisschen dauern. Vielleicht übernachte ich hier. Ja, also. Nun zu uns, Herr Burger. Wo drückt der Schuh? Ach so. Ein Bekannter hat sie mir empfohlen, weil Sie sind doch ein Spezialist für schwierige Versicherungsfälle. Worum geht's denn? So, ich wollte nur wissen, ob es Schwierigkeiten gibt, wenn, ob die Versicherung zahlt, ob es trotzdem zahlt, wenn es brennt und keiner weiß warum. Sie meinen, ob die Versicherung den Brandschaden begleichen muss, dessen Ursache ungeklärt ist? Ja, ja. Wie hoch ist denn der Schaden? Na ja, also ungefähr 35 Millionen Schilling. Mhm. Wann hat es denn gebrannt? Noch gar nicht. Ich verstehe. Ich glaube, ich kann Ihnen da helfen. Wollen wir das nicht in einem gemütlichen Ambiente besprechen? Haben Sie schon gegessen? Bitte, Herr Burger. Ich nehme die Treppe. Ich auch. Ich denke schon die ganze Zeit. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Glaube ich nicht. Moment, ich mach Licht. Ich habe da eine Idee, Herr Burger. Ja. Die Stimme. Na, wo ist er? Du weißt doch sonst immer alles. Der hat ja nichts geredet mit mir, keine Ahnung. Weg ist er. Retten? Und ich bin da.
So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Ah, da geht's uns gleich besser, was, Herr Burger? Passt zum Thema. Kriegen Sie keinen Schreck. Sehr zum Wohl. Ober, dann noch zwei. Nein, nein, für mich nicht. Doch, doch, doch. Sie können ganz offen mit mir reden. Als Anwalt unterliege ich der Schweigepflicht. Egal, was Sie mir anvertrauen. Was soll denn brennen? Meine Firma. Kleine Baufirma. Wohnhaus, Büro, Locker. Und so weiter. Und der Bekannte, der Sie zu mir geschickt hat, wie heißt der? Das darf ich nicht sagen. Verstehe. Ist ja auch egal. Wir besprechen ja nichts Unrechtes. Reine Theorie. Danke. Da, schau. Zum Wohl. Noch zwei und zwei Bier dazu, bitte. Nein, nein, für mich. Jawohl. Aber Herr Burger, das gehört dazu. Fettes Fleisch will versenkt sein. Was fehlt Ihnen denn? Was? Ihre Geschäfte gehen schlecht, hm? Sie sind nicht flüssig. Sie brauchen dringend Bargeld. Wie viel? 5 Millionen dringend. Für kurzfristige Verbindlichkeit. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Sie erinnern mich an jemanden. Ich glaube, das auch. Zahlen, bitte. Zahlen. Zahlen, gewünscht. Küche. Stiege. Wohnzimmer. Das Schlafzimmer. Erzählen Sie mal, was Sie genau vorhaben. Da haben wir noch nichts so drüber. Hm? Kurzschluss? Vielleicht. Schwierig, schwierig. Ein Kurzschluss so zu schalten, dass man es nicht merkt, ist eine Sache für Spezialisten.
Ich verrate Ihnen, ich hatte schon einige Brandstifter als Mandanten. Da war keiner dabei, der das richtig gekonnt hätte. Die Sache hat ihr Risiko. Natürlich muss die Versicherung zahlen, auch wenn es sich offensichtlich um Brandstiftung handelt. Solange man ihnen keine Beteiligung nachweist. Aber Sie kennen doch die Versicherung. Die zögern die Zahlung oft jahrelang hinaus, bis man pleite ist. Ich kenne sogar Fälle, in denen sie sich weigern zu zahlen, sich lieber verklagen lassen bis zur letzten Instanz. Was Jahre dauert und sehr viel Geld kostet. Vielleicht... Komm her. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, Ihnen aus der Patsche zu helfen. Ah ja? Und wie? Vielleicht kann ich Ihnen das Geld, das Sie brauchen, geben. Für eine, sagen wir mal, Gefälligkeit, die, ich will es mal so ausdrücken, weit weniger risikoreich ist, wie jene, die Sie vorschlagen. Und was wäre das für eine Gefälligkeit? Sie vertrauen mir, ich vertraue Ihnen. Danke. Kommen Sie. Können Sie Ihnen das zeigen? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie Ihre Firma selbst anzünden. Oder haben Sie vor, es jemand anderen tun zu lassen? Na, Mitwisser sind immer schlecht. Da sind wir ganz auf einer Linie. Sie haben recht. Und wie recht Sie haben. Sie wollen Ihre Firma anzünden. Sie brauchen ganz schnell 5 Millionen. Ich gebe Ihnen die 5 Millionen, wenn Sie etwas für mich anzünden. Sofort. Dabei kommen Sie keineswegs in Verdacht. Uns wird niemand in Verbindung bringen. Warum ich? Sie kennen doch sicher genug Leute, die... Ja, die kenne ich. Und die kennen mich. Wie meint ihr das können? Heutzutage gibt es doch keine richtigen Ganoven mehr. 2 Tage im Sicherheitsbüro, die singen wie die Kanarienvögel. Keine Moral, voll mit Drogen. Nein, Vorbestrafte sind nicht das Richtige. Die verraten Vater und Mutter für eine Haftentlassung. Sie besitzen nichts, sie haben nichts zu verlieren. Sie, Herr Burger, haben was zu verlieren. Ein Baugeschäft. Sie würden einen Teufel tun, etwas zuzugeben. Und außerdem, Sie kommen ja nie und nimmer in Verdacht. In Wiesenau war er nicht. Er ist sicher nach Wien. Das habe ich ihm doch extra untersagt. Dafür ist er doch noch nicht reif. Vielleicht will er endlich das Komplott aufdecken. Ja, Servus, Oberst. Du musst ja leider nachgehen. Hopp! Vielleicht haben Sie recht, Herr Burger. Vielleicht war das kein so guter Vorschlag. Was für ein Vorschlag? Wissen Sie, ich... Was für ein Vorschlag? Herr Burger. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich will... Ich wollte... Weil... Ich hatte was vor. Ganz fest hatte ich mir was vorgenommen. Ich wollte heute mein Landhaus anzünden. Und dann kommen Sie. Da wäre mein Vorschlag. Ich gebe Ihnen die 5 Millionen Schilling. Sie zünden mein Landhaus an. Ihr Landhaus? Ja. Das ist ganz in der Nähe von Wien. Ich wohne da im Sommer. Ehemaliger Bauernhof, der ist vor 22 Jahren schon mal abgebrannt. Ein Unglück. Warum? Ich weiß nicht, ob Sie das was angeht. Müssen wir trotzdem wissen. Sie wollen die 5 Millionen. Wir wissen, um was es geht. Nur wozu? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich soll Ihr Landhaus anzünden, da muss ich doch wissen, warum. Nein. Das geht Sie nichts an. Dann nimm nicht. Herr Burger,
Herr Burger. Warten Sie, Herr Burger, lassen Sie mich überlegen. Es geht mir zu schnell. Ach, Ihnen geht's zu schnell? Was ist mit mir? Was ist denn passiert? Heute Nacht. Jetzt, sofort. Und die 5 Millionen haben Sie in der Tasche? Natürlich nicht. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ich gebe Ihnen einen Scheck. Den können Sie morgen zur Bank tragen oder in meinem Büro einwechseln. Sie sind reich, Sie machen es nicht wegen der Versicherung. Und Ihr Land, das soll abbrennen. Und? Was und? Und? Nichts und. Was ist mit dem Haus? Was ist in dem Haus? Ja, nichts, niemand. Wo ist denn Ihre Frau? Wollen Sie die 5 Millionen oder nicht? Sie haben ja keine Ahnung. Servus, heißt, jetzt können wir noch einen Depperten suchen. Aber bei der Personenbeschreibung ist er eh nicht zum Übersehen, da hast. Warte, da war da so einer. Der Kollege hat da. Warte, da, ah, ja. Genau. Verdächtige Person, Urlaubsschein aus der Justizanstalt St. Konrad, also ist er in Wien. Mhm. Achtung an alle, gesucht wird Franz Hofnagel, 58 Jahre. Moment. Hofnagel, Franz Hofnagel? Herr Burger, kommen Sie. Steigen Sie ein. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ja. Was? Meine Frau ist in dem Haus. Lassen Sie nicht einfach scheinen. Ich kann nicht. Sie sind doch ein Anwalt. Sie hat mich in der Hand. Mit was? Auch das Leben eines honorigen Anwalts ist mit Fallen und Schlingen durchsetzt. Ah ja. Sie hat. Wir haben. Ja, was denn? Stehen bleiben! Was ist denn? Zu viel Bier. Danke, Herr Doktor. Wir suchen einen entsprungenen Irren. Ist Ihnen was aufgefallen? Gestatten Sie die Frage, was machen Sie um diese Zeit hier? Einen kleinen Hund ein bisschen Auslauf bieten. Klar, entschuldigen Sie die Störung. Wiederschauen. Wiederschauen. Burger. Herr Burger. Samurai, da haben wir uns ja was Feines angelacht. Komm, such! Herr Burger.
Da wissen wir eigentlich nur von zwei Personen, die er vor Jahren erheblich bedroht hat. Die eine ist seine ehemalige Ehefrau. Und dann ist da noch sein Anwalt, Dr. Stadler. Ja, von dem habe ich eine Adresse, von seiner Kanzlei. Laubergasse 11. In Ordnung, ja. Die Gendarmerie in Wiesenau haben wir informiert. Und zur Kanzlei schicken wir morgen in der Früh einen Wagen. Da haben wir einen Auftrag. Achtung, ein Autostar für WZ1. Na, wissen Sie, Anwälte sind nicht so blöd wie mir, die arbeiten nicht in der Nacht. Herr Burger, wo sind Sie denn? Hallo? Herr Burger? Samurai? Was ist denn? Ich dachte schon, Sie wollten mich im Stich lassen. Aber gehen Sie. Sie wollten mir doch noch was erzählen. Hm? Der Hof, Ihr Landhaus, was war das für ein Unglück? Ja, also, das war damals noch nicht mein Haus. Der Hof hat einem Bauern gehört. Und sie war, also meine Frau war damals noch mit diesem Bauern verheiratet. Oh, das war der größte Fehler meines Lebens. Was denn? Ein falsches Luder, nur gemein, böse, berechnend. Mein Gott, war ich blöd. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Genauso blöd wie dieser dumme Bauer. Wahrscheinlich noch blöder. Wieso? Was war denn mit dem dummen Bauern? Sie hat in einer Bar gearbeitet und sich den Bauern geangelt. Sie war sehr schön damals. Sehr schön. Viel zu schön. Sie war ihm an Lebenserfahrung haushoch überlegen. Natürlich kein Interesse an der Landarbeit, war ihr zu anstrengend, zu langweilig. Sie ist viel in die Stadt gefahren, hat sein Geld ausgegeben, ist fremdgegangen. Eine Weile hat er dazugeschaut. Dann wollte er sich scheiden lassen. Da hat sie Angst gekriegt, dass sie plötzlich ohne Geld. Und dann hat sie den Hof in Brand gesteckt und ihren Mann belastet. So habe ich sie kennengelernt. Ich habe ihren Mann verteidigt. Dann habe ich ihre Version geglaubt. Wollte ihr glauben. Jetzt weiß ich die Wahrheit. Wenn die rauskommt, bin ich erledigt. Ich war verliebt, ich Idiot. Hilfe hat sie sein Leben zerstört. Und dann meins. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Tja, ich bin einfach zu feige. Ich lebe mit dieser Schuld. Was ist aus dem Bauern? Irrenanstalt. Lange nichts mehr von ihm gehört, aber ich hole ihn raus, wenn das hier vorbei ist. Wir fahren einen Umweg. Das Schotterwerk? Ja. Woher kennen Sie das Schotterwerk? Wahrscheinlich sitzt der Dicke heute die ganze Nacht in einer Sauna und morgen kennt ihn dann keiner mehr. Wir fahren jetzt noch zum Haus von dem Dr. Stadler und dann reicht's. Mir reicht's schon lang. Wenn wir den Hauptweg nehmen, kommen wir an einem kleinen Bauernhof vorbei. Wer weiß, vielleicht ist da noch jemand wach und gut. Und wir wollen doch meine Frau nicht wecken. Wo schläft sie denn? Im ersten Stock. Sie wird nichts merken. Sie nimmt Schlaftabletten. Seit Jahren. Ich hab sowas noch nie gemacht. Meinen Sie ich?
kommen Sie. Was machten Sie schon da, Marita? Keine Ahnung. Naja, die fahren immer wieder nachts die abgelegenen Höfe ab. Ob alles in Ordnung ist. Die sind gleich wieder weg. Siehst du was? Schauen Sie, Sie gehen nicht durch das Haupttor, sondern rechts herum. Da ist der Pferdestall. Da ist jede Menge Heu drin und Stroh. Wenn das mal brennt. Alles klar? Ja. Morgen ab 16 Uhr können Sie den Scheck in meiner Kanzlei einlösen. Es ist jetzt 0 Uhr 8. In 10 Minuten legen Sie das Feuer. Dann gehen Sie den Weg hinter dem alten Haus über den Hügel. Sie brauchen etwa 10 Minuten bis zur Bahnstation. Um 0 Uhr 45 fährt die letzte S-Bahn nach Wien. Es braucht eine Viertelstunde, bis das Feuer im Stall so groß ist, dass es auf das Haupthaus umschlägt. Bis man dann das Feuer im nächsten Dorf erkennt, sind sie längst weg. Und Sie? Ich fahre zurück nach Wien. In circa einer halben Stunde bin ich im Kreis von Bekannten in meinem Stammlokal. Also. Um Sie Zündhölzer.
Platz. Platz! Er hat sich sehr verändert, dein Hofnagel. Wir müssen Dr. Stefan Hagen eine Kiste Champagner schicken. Brauche ich da mal Feuerzeug? Can always be.